Der Sommerurlaub rückt immer näher und deshalb gibt's in diesem Video einen ultimativen Bademoden-Guide. In dem erfährst du, wie du den perfekten Badeanzug findest für diesen Sommer und auch darüber hinaus. Herzlich willkommen, meine lieben Ladies, zu einem neuen Video rund um Modestil und bewusstes Shopping. Ja, und heute schauen wir uns mal an, wie wir den richtigen Badeanzug finden für unsere Figur. Denn jede Frau kann am Strand, am Pool oder auch am See stilsicher auftreten. Und dafür ist auch keine Modelfigur nötig. Wichtig ist nur, die Bademode zu tragen, die die eigenen Vorzüge unterstreicht und in der wir uns wohlfühlen. Es geht also in erster Linie nicht um irgendwelche Problemzonen, sondern vor allem um Proportionen, die sich mit dem richtigen Badeanzug oder Bikini ausgleichen lassen, damit am Ende ein harmonisches Gesamtbild entsteht. Und dafür ist es wichtig, seinen Figurtyp zu kennen. Es wird unter 5 verschiedenen Figurtypen unterschieden. Sei also ehrlich zu dir selbst und bestimme deinen Typ, damit du weißt, welche Vorzüge du unterstreichen kannst und welche Körperproportionen du unter Umständen ausgleichen solltest. Für jeden Figurtyp gibt es bestimmte Do's und Don'ts, die zu beachten sind. Die habe ich hier in diesem Video zusammengefasst und auch für jeden Typ ein passendes Badeoutfit ausgesucht. Alle Badeanzüge und alle Teile in diesem Video sind von Burlook, dem Sponsor dieses Videos. Diese Brand hat mir so gut gefallen, weil es eben da so viele tolle Designs gibt, aber vor allen Dingen auch, weil die Teile hauptsächlich aus recyceltem Material sind. Das heißt, diese Badeanzüge sind nachhaltiger produziert. Außerdem gibt es auch ein großes Angebot für jeden Figurtypen, auch für kurvigere Frauen. Aber dazu kommen wir später noch. Der Haarkörperbau zeichnet sich durch eine schlanke, gerade Statur aus. Die Schultern und die Hüften sind in etwa gleich breit und dieser Körpertyp hat kaum Kurven, eine eher kleine Oberweite und auch recht wenig Taille. Der Haartyp kann aber eigentlich so gut wie jede Bademode tragen. Wenn man aber eine etwas weiblichere Taille zaubern will, dann sind Cutout-Badeanzüge ideal mit solchen seitlichen Cutouts. Dieser hier ist, wie schon erwähnt, von Burlook. Ich habe hier die Größe XS genommen, meine übliche Größe, und die passt ideal. Weil Haartypen ja eine eher kleinere Oberweite haben, sind natürlich Push-Up-Oberteile eine gute Möglichkeit, etwas weiblichere Formen zu schaffen. Und bei den Farben und Mustern können Frauen mit einer Haarfigur ruhig mutig sein, also Oberteil als auch Unterteil dürfen da ruhig leuchtend oder auch wild gemustert sein. Rüschen, Schnürungen oder auch Raffungen sorgen dafür, dass optisch mehr Fülle und mehr Volumen entsteht. Der V-Figurtyp hat in der Regel einen kräftigeren Oberkörper, also breitere Schultern, eine mittlere bis große Oberweite. Die Taille ist dagegen wenig ausgeprägt und die Hüften sind tendenziell schmaler als die Schulterpartie. Und die Beine sind in der Regel ziemlich schlank. Deshalb gilt es beim V-Typen, den schlanken Unterkörper zu betonen. Das gelingt unter anderem mit auffälligen Bikinihöschen, zum Beispiel mit solchen Bindebändchen. Die lassen den Hüftbereich breiter erscheinen. Auch auffällige Muster beim Unterteil sind ganz hilfreich, um den Unterkörper zu betonen. Besonders praktisch sind dabei solche wendbaren Bikinis. Also das ist im Prinzip ein 2-in-1-Modell. Sehr praktisch auch zum Reisen, wenn man nicht zu viel Klamotten und zu viele Bikinis mit sich schleppen will. Denn diesen Bikini kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise tragen. Um von einem breiteren Oberkörper etwas abzulenken, eignen sich auch asymmetrisch geschnittene Oberteile oder asymmetrisch geschnittene Badeanzüge. Typisch für die O-förmige Figur sind eher schmale Schultern, eine mittlere bis große Oberweite und wenig Taille. Dafür ist das Bäuchlein etwas ausgeprägter, die Beine sind aber wiederum recht schlank. Deshalb macht es Sinn, für den O-Typen mit der Bademode den Fokus von der Körpermitte eher abzulenken oder wegzulenken. Also das Bäuchlein kaschieren und die schlanken Beine betonen. Perfekt sind Tankinis. Dieser hier hat mir besonders gut gefallen. Der wirkt wie so ein Strandkleid, also sehr vorteilhaft und sehr feminin. Wenn du aber lieber einen Badeanzug tragen möchtest, dann solltest du möglichst einen nehmen mit einem weiten Halsausschnitt, damit eben das Dekolleté betont wird. Und der Ausschnitt, der kann dann wiederum auch mit Details verziert sein, mit Volants oder auch Raffungen.
Damit eine größere Oberweite perfekt in Form gebracht wird, sind meistens vorgeformte Cups mit Bügeln ideal. Ein Pareo hilft übrigens auch, die Kurven geschickt zu verhüllen, und da ist auch eine dunklere Farbe sinnvoll, um eben vom Bauchbereich und der Bauchmitte etwas abzulenken und eine schmalere Taille zu zaubern. Um ein Bäuchlein zu kaschieren, sind übrigens auch High-Waist-Unterteile ideal, am besten solche mit einer Shapewear-Funktion, also solche, die recht stramm am Körper sitzen. Dieser Badeanzug hat aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Shapewear-Funktion, denn er sitzt eben sehr fest am Körper und zaubert eine schmalere Taille. Vor allem durch diese Bändchen wird fast schon so eine Art Korsett-Effekt erzeugt. Das macht diesen Badeanzug auch für Haarfigurtypen ideal. Übrigens, ein Pareo ist nicht nur hilfreich, um Kurven zu umschmeicheln, sondern er sorgt auch dafür, dass man sich zum Beispiel an der Poolbar angezogener fühlt, und daher ist er für jeden Figurtypen geeignet. Vor allem Sets wirken sehr stilvoll, und dieses hier gibt es auch zum Beispiel für kurvigere Frauen mit größeren Oberweiten und breiteren Hüften. Der A-Typ oder die Birnenfigur zeichnet sich vor allem durch einen schmalen Oberkörper und einen kurvigeren Unterkörper aus. Das heißt, Hüften und Oberschenkel sind ausgeprägter als die Schulterpartie. Dafür ist die Taille sehr schmal, was die Figur sehr feminin wirken lässt. Und für A-Typen eignen sich vor allem Bandeau-Bikinis und Bandeau-Badeanzüge. Denn durch den horizontalen Stoffstreifen wirkt der schmale Oberkörper optisch breiter. Das gleicht die Proportionen aus. Auch klassische Bikinis und Badeanzüge mit einem auffälligen Oberteil stehen dem A-Typen besonders gut, weil sie eben den Blick auf die obere Körperhälfte lenken. Bei Bikini-Unterteilen sollte es möglichst ein hoher Beinausschnitt sein, damit die Beine länger erscheinen. Und das Oberteil darf dann gerne auch bunt und auffällig sein. Das Unterteil des Badeanzugs oder Bikinis sollte dagegen möglichst dezent sein, um die Kurven an der Hüfte und am Po nicht noch zusätzlich zu betonen. Auch hier kann ein High-Waist-Bikini oder ein High-Waist-Unterteil besonders vorteilhaft sein, am besten mit einer Shapewear-Funktion, damit alles gut verpackt ist. Frauen mit einer X-Figur oder einer Sanduhrfigur können sich wirklich glücklich schätzen, weil sie so gut wie alles tragen können, und zwar dank dieser sehr ausgeglichenen Körperproportionen. Also typisch für die Sanduhrfigur ist eine sehr schmale Taille, Hüfte und Schultern sind etwa gleich breit, die Oberweite kann klein bis groß sein, auf jeden Fall ist sie proportional zum Unterkörper. Besonders schön sehen an Sanduhrfiguren Zweiteiler aus. Wenn es doch lieber ein Badeanzug sein soll, dann sollte er möglichst die schmale Taille betonen. Erlaubt ist aber eigentlich alles, was gefällt. Alle Badeanzüge aus diesem Video und auch eine Zusammenfassung dieses Bademoden-Guides findest du auch nochmal auf meinem LTK-Profil. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. So, Ladies, und das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare und hinterlasst mir auch einen Daumen nach oben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen zu einem neuen Video rund um Mode, Stil und bewusstes Shopping. Macht's gut!